Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Classic. Wir sind das letzte Mal hier in Stormwind stehen geblieben. Ich habe danach dann doch nicht mehr weiter aufgenommen. Zeit war tatsächlich etwas knapp. Ja. Aber wir machen jetzt halt einfach weiter. Und ja. Ich weiß auch gar nicht womit. Ja, stimmt. Wir können ja jetzt zur Weststromgarnison. Nach Westfall gehen wir ja noch nicht. Hier sitzt jemand. Das ist eine coole Rüstung. Manchmal ist es so ein bisschen seltsam. Man erkennt die Spieler manchmal nicht. Finde ich zumindest. Achso, eins muss ich noch einmal kurz machen. Ich war kurz bei den Kameraeinstellungen. Ich muss den Autofokus einmal rausnehmen und Überbelichtung einmal. So. Das sollte so eigentlich gehen. Weil nicht, dass ich dann wieder unscharf werde. Also, gut. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber hey. Egal. Ein Kommentar. Albin. Katka kenne ich halt noch, ne? Katka war doch auch in dem... Ach hier, sag mal schnell. Im Film. Von World of Warcraft. Wenn ich mich recht entsinne. Hier ist doch der eine Typ, der Katka. So. Tag, die Dame. Tag der Herr. So. Also machen wir uns auf in den Westen. Sehr nice. Sehr nice. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt die Augen gerade so drehen. Ah. Oh. Das ist echt schlimm gerade. Ich glaube, ich habe auch irgendwas im Auge, aber sicher bin ich gerade nicht. Ich würde es mir erklären, warum das Auge so tränt. Naja, gut. Kriegen wir schon alles hin. So. Okay. So, ich musste einmal ganz kurz nochmal das klären, weil gerade eine Mail reinkam, die relativ wichtig war, deswegen musste ich da gerade mal ganz kurz was machen. Aber jetzt geht's wie gewohnt weiter. Ich weiß, es sind glaube ich 5 Minuten vergangen oder so. Ja. Kommt ja mal vor. Alter, da wackelt ja alles. Wie kann man bei einer Comic-Grafik das so hinkriegen, dass das Ding... Na, egal. Wir denken einfach mal nicht drüber nach. Wir laufen einfach. Da ist übrigens der Hof der Stonefields, glaube ich. Mann, das war der Hof der Stonefields. Da hinten ist der Hof der McClures. Ich weiß mittlerweile was auswendig. Oh mein Gott. Kann das mal jemand im Kalender ankreuzen? Okay.
Lauf, kleiner Charakter, lauf! Entdeckt der Waldrand. Schön. Wir haben das komplette... Nee. Da unten waren wir noch nicht. Oh, da müssen wir noch hin. Das Gebiet möchte ich eigentlich noch entdeckt bekommen. Okay, was ist das hier? Gesucht Hogger. Ein riesiger Knoll Hogger streunt im südwestlichen Elven durch den, Wald. Er hat bislang alles versucht, ihn zu fangen. Vereiten können. Die Armee von Stormwind hat ein großzügiges Kopfgeld auf den Gnoll ausgesetzt. Kopfgeldjäger, die sich die Belohnung verdienen möchten, sollten einen Beweis für Hoggers Tod bei Marshal Dune in Goldheim vorlegen. Aha. Weststromgarnison. Auch die haben wir entdeckt. Das ist nochmal Hogger. Was kann ich für euch tun? Ich kann die Führung von Stormwind nicht verstehen. Sie schickt den Großteil unserer Armee weg, wo unsere Heimat so sehr bedrängt wird. Von Westfall kommen Diebe aus Ost und West nähern sich Gnole. Es ist ein Wunder, dass Stormwind selbst belagert wird. Marshal Dune hat euch geschickt, wie? Ihr seid zwar nicht in der Armee, aber wenn Dune euch geschickt hat, dann soll mir das recht sein. Der Lager hier ist, um es gelinde auszudrücken, angespannt. Ich hoffe, ihr könnt... unsere Lage. Ihr könnt ein wenig aushelfen. Für die Allianz. Na gucken. Gnole, brutale Wesen, die in dieser Gegend nichts zu suchen haben, sind entlang der Grenzen des Waldes von Elven gesehen worden. Ein großes Rudel, viel zu viele, als dass wir alleine mit ihnen fertig werden können. Er hat sich in den Wäldern südlich von jedem Wachturm dort eingenistet. Eine weitere Gruppe hat sich im Gebiet nahe des Steinhügelsees im Osten eingenistet. Die Armee von Stormwind wird jeden belobigen, der dabei hilft, die Gnole zu töten. Bringt mir ihre bemalten Gnolarmbinden als Beweis für eure Tat. Ziehe den Ehrenfreund. Okay. Nee. Seid gegrüßt. Okay. Das Licht segne euch. Hier drin ist, denke ich mal, nichts weiter. Ja, hier waren nur Rüstungshändler und dergleichen. Das Licht, oh, ich liebe die Musik, euch. Ne? Okay, nee, hier ist nichts. Ich glaube, ganz oben auf dem Wachturm auch nicht. Wenn doch, dann könnt ihr mir das gern, wenn ihr es seht und wisst, in die Kommentare schreiben. Die Parts sind ja jetzt relativ aktuell. Gut. Gnole waren teilweise auch hier hinten. Hier ist auch nichts, denke ich mal. Wie gesagt, wenn doch, wenn ich was übersehen haben sollte, könnt ihr mir das gerne mitteilen. In die Richtung muss ich, wie gesagt, nochmal. Machen wir hier einmal das Wässerchen. Okay, das werde ich wahrscheinlich nicht überleben. Einfach nur aus der Tatsache, dass ich
wo ich mein Mana regenerieren wollte, es nicht konnte. Danke. Ich wollte eigentlich in dem Moment nur mein Mana regenerieren. Hätte der Meister Patsy 2 Minuten warten können? Nee, dafür hat sich die Verteidigung gehabt. Okay. Aber kann ich das nicht so machen, dass ich zum Beispiel das... Doch, kann ich machen, das ist gut. Weil dann wechsle ich die beiden mal hier hin. Dann habe ich jetzt einmal den Stab und dann habe ich einmal diese Kugel. Okay, wieder nichts. Oh, scheiße. Es lädt immer noch auf. Ich hab ein Band, jetzt hau ich aber ab. Warum kommen die denn mit so vielen? Was haben die davon? Ohne Witz? Also heute ist nicht mein Tag, ne? Ohne Scheiß, ich glaube, heute ist nicht mein Tag. Aber wir haben einen Band von 8. Ah, das ist das Lager. Gehe ich mal lieber außen rum. Ich bin außer Reichweite. Kundschafter. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Kann aber erstmal ewig lange dauern. Da ist Hogger. Frage ist halt, ob ich Hogger schon kriege.
Versuchen es einfach. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Okay, schaffen wir nicht. Okay. Nee, das schaffen wir leider noch nicht. Nicht alleine. Ah, das ist Mist. Das ist Mist. Für Hogger bräuchten wir wahrscheinlich jemanden. Ich habe die Hoffnung, dass wir hier in der Nähe eine rumläuft. Also das brauche ich noch gar nicht. Oder einer. Der sich dann da mal drum kümmern kann. Einer ist hier in der Nähe. Irgendwo im Wald von Elwin. Ich habe kein Ziel. Da ist Master Pets. Da ist Hogger. Da hinten seht ihr übrigens schon Westphal. 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 Wo immer. Das können sie nur um Stunden handeln. Warte, da ist noch einer. Also damals hatte ich tatsächlich mal Glück mit Hogger, wo ich das ja das erste Mal versucht hatte aufzunehmen. Wo das Ganze ja etwas dahin losgegangen ist, weil mein Mikro ja nicht an war. Und ich ja sonst alles nachsynchronisieren müssen, was aber mit einer Facecam einfach doof ist. Wenn meine Worte, die ich gerade sagen, was anderes sind, als die meine Worte in der Kamera sagen. Das sind so Sachen, die würden mich triggern. Vorgedessen. Nein. Okay, da sind auch noch welche. Ich muss näher ran. Hier laufen sie etwas vereinzelt herum. Kann ich doch nicht wirken. Oh ja, viel vereinzelter. Schön. Ich
Zauber ist noch nicht bereit. Guter Purplan. Bei der Notiz handelt es sich um eine Tabelle mit Daten und Zeiten, zu denen jemand, der in der Notiz nur als der Sammler bezeichnet wird, hier eine Lieferung Gold aus den Minen des Weiters von Elven erhalten soll. Der Plan geht hervor, dass sich der Sammler anscheinend in der Nähe von Brackwell Kürbisbeet in Ostelven aufhält. Das klingt, als sei es wichtig. Ihr solltet Marshall Dung in Goldhand davon berichten. Oh ja, werden wir. Wir das werden. Aber scheiße, dann haben wir noch eine Quest, die wir in Elven machen müssen. Dann kommen wir in diesem Part doch noch nicht dahin. Also, gut. In diesem Part sowieso nicht. Aber in dieser Aufnahmesession. Befürchte ich. Eigentlich habe ich noch so viel anderes zu tun, dass ich wahrscheinlich heute gar nicht alles schaffe. Naja. Also mit Stufe 12 oder 13 könnten wir Kogger ja einmal noch versuchen. Okay. Hälfte haben wir von diesen Bändchen. Das Gute ist, je nachdem, wie lange das Ganze hier dauert, braucht man halt auch nicht großartig viel grinden. In unserem jetzigen Run haben wir ja für die meisten Sachen, die wir halt so sammeln mussten, immer relativ lange gebraucht. So dass wir halt schon Level 11 sind. Ich weiß noch, bei meinem allerersten Run, ich habe ja zweimal diesen, also den Wald von Elven schon gespielt in Classic. Einmal ja ganz am Anfang, wo ich mit WoW angefangen habe, war ich glaube ich auf Stufe 8, wo ich nach Westfall kam. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich alles ausgelassen, was nur ging. Dann der zweite Run. Da sind wir mit Stufe 10 nach Westfall gekommen. Da hatte ich schon einiges gemacht. Da hatten wir aber Glück, dass wir so nicht so viele Gegner killen mussten, um an die Sachen zu kommen. Also das hat immer relativ schnell funktioniert. Bin aber sehr oft gestorben. Hier sind wir, glaube ich, bisher nur ein- oder zweimal gestorben. Oder dreimal. Also was für mein Verhältnis relativ wenig ist. Und wir sind schon Stufe 11. Und haben noch ein bisschen bis nach Elven. Das Tommy Joe. Vor allem könnten wir halt durch die Gnole hier auch wunderbar Level 12 noch erreichen. Ich hatte jetzt auch gerade, das war gestern in meinem Stream, hatte ich auch gerade eine Unterhaltung mit jemandem, der halt WoW auch schon sehr lange spielt. Ich weiß, bei WoW scheiden sich ja in so vielen Punkten die Geister. Das ist echt bewundernswert teilweise, wie viele Meinungen und ja, Ansichten es bei WoW gibt. Also schon teilweise echt beunruhigend. Aber ist gut. Das zweite noch. Zwei sollten aber kein Problem sein. Und ja, da meinte ich aber gestern halt auch im Stream. Ich finde das halt
in WoW Classic gar nicht so schlimm, dass das so lange dauert. In Retail, das habe ich ja nicht lange gespielt. Also wirklich nicht lange. Ich habe zwar einen Char auf Level 39, aber das geht in Retail Schlag auf Schlag. Ich finde, in Retail WoW ist das irgendwie... Du hast kein Erfolgserlebnis, wenn du eine Stufe erreicht hast. Ich denke mal, von 50 bis 60 wird es dann anders sein für den aktuellen Content, aber es bereichert mich halt irgendwie nicht. So, ja, ich habe die Story, aber es neigt halt dazu, dass du alles Schlag auf Schlag richtig schnell durchackerst. Und... Und das Spiel bei Classic halt einfach so richtig, richtig cool. Ja, es ist bockschwer teilweise. Also, du kannst hier halt nicht einfach in die Gegnerhorde reinrennen. Du kannst bei Retail ja auch nicht unbedingt. Aber da bist du nicht gleich aufgeschmissen, wenn du drei Gegner um dich hast. Hier bist du schon froh, wenn du mit einem einzigen klarkommst, der dich nicht komplett erstens out of mana laufen lässt und zweitens, der dich komplett tötet. Weil deine Zauber die ganze Zeit daneben gehen. Hier ist das halt wirklich, du hast die Stufe erreicht und hast halt auch wirklich das Erfolgserlebnis, dass du es dir erarbeitet hast, dass du die nächste Stufe erreicht hast. Du kannst dir in aller Ruhe deine Zauber durchgucken, du wirst nicht direkt zugespammt mit 30 Zaubern, die du dann direkt kriegst, weil du die nächste Stufe erreicht hast und du dir denkst, okay, scheiße, was habe ich da jetzt alles bekommen? So, das ist zumindest so den Eindruck, den ich bisher von WoW habe. Und ich bin ja ganz... Ich bin Frischfleisch. Also, ich bin wirklich jetzt Frischfleisch. Habe zwar seit 2 Jahren aktives WoW... aktiven WoW-Account. Ja, seit 1,5 Jahren, sagen wir es mal so. Das lädt immer noch auf. Aber ich spiele solche Spiele... tatsächlich wegen der Story und nicht, weil ne, man hier alles zack, zack, schnell, schnell machen muss. Und ich weiß nicht, das finde ich bei Retail echt schade. Obwohl ich Retail so an sich besser finde. Auch weil es etwas hübscher aussieht alles und schon so viele Möglichkeiten bietet. Genauso wie dieses Level Cap von, ich weiß nicht, wie hoch war es? 120, 130 auf 60? Das ist für mich, für den Umfang, den das Spiel hat, viel zu wenig. Also wirklich viel zu wenig. Du levelst viel zu schnell. Und ich glaube, dadurch kommt vielleicht, das ist so meine Meinung, kommt vielleicht auch so ein bisschen dieser Druck, so dass man alles schnell, schnell machen muss. Also ich kann auch falsch liegen mit meiner, ne, mit meiner Meinung, also mit meiner Ansicht. Aber wie gesagt, das ist so der erste Eindruck, den ich von WoW habe. Und ich finde die Classic tatsächlich bisher echt, echt gut. Auch wenn es lange dauert. Also wirklich lange. Weil das ist zum Beispiel wie ein früheres Diablo. Alles von Anfang an erkunden und ne, dir noch Zeit lassen fürs Spiel, mit dem Spiel warm werden, die Klasse verstehen lernen, dir die Zauber auch selber kaufen. Nicht so wie in Retail, wo du da die Händler hast und, ja, sie waren mal Händler für deine Fähigkeiten. Jetzt ist halt einfach nur noch Platzhalter, weil sie einfach da sind. Ich weiß nicht, ob man da später dann irgendwann was kaufen kann oder ob das dann komplett nur noch darüber funktioniert. Ich level jetzt hier tatsächlich noch so ein bisschen. Weil ich will gerne Stufe 12 erreichen. Das ohne die Quest. Und von daher, ich weiß nicht. Mir sagt Classic tatsächlich bisher mehr zu. So vom rein spielerischen. In Instanzen habe ich tatsächlich Angst vor diesem Tunnelblick, den ja manche echt an den Tag legen. Das lenkt immer noch. Wo ich mir dann auch teilweise so denke, Alter Leute. Warum? Das sehe ich halt in anderen WoW-Streams, wo ja manche Leute da sitzen und dann... Ist noch nicht bereit. Auf Progress da machen.
Wo ich mir auch immer so denke, Leute. Nein. Ist ja schön, wer das mag, aber damit vergrault man Anfänger. Ich bin zum Beispiel so ein richtiger Angsthase, was das angeht. So ein richtiger Angsthase. Wenn ich in der Inni verkacke, dann kriegst du mich auch erst, wenn ich will in der Inni. Komm schon. Danke. Das war knapp. Sehr knapp. Leben ist mir gerade erstmal wichtiger. Aber hier, wie gesagt, 3 Gegner waren jetzt schon full. Und ich bin Level 11. Ne? Gut, die sind ja auch zwischen 8 und 10, glaube ich, die Gegner hier gerade. Außer Hogger. Hogger ist ja übertrieben. Aber es macht halt Spaß, wirklich zu gucken, wie gehst du vor, wie kannst du dich an diesen Gegner ranpirschen. Schaffst du den alleine, musst du erstmal 3-4 Level gemacht haben. Musst du halt später nochmal zurückkommen, wie mit Prinzessin zum Beispiel. Gut, da hatten wir Glück, da stand da gerade jemand. Aber das ist zum Beispiel halt auch wieder nett gewesen, dass die Person dann quasi mir ja das Ziel markiert hat. Und gut, ich wusste zwar, dass wir das Viech brauchen, aber dass ich es halt angreife und der mir das dann platt macht sozusagen. Und das ohne Absprache. Und das fand ich mega, mega cooler Zug von dem. Also, bei sowas bin ich dann schon wieder so, ja, toll. Himmel an. Es wird nicht immer so sein, das weiß ich. Das war einer von wenigen wahrscheinlich. Aber, weiß ich. Sowas gefällt mir dann schon wieder. Aber wie gesagt, Classic macht mir halt echt Bock. Vor allem, ich sag mal so, das ist, abgesehen vom Stream, die Stream-Projekte machen mir sowieso mega viel Spaß. Aber abgesehen vom Stream, 9 bis 17. Mein Gott, der ist tausendmal besser. Ja. Ach, das ist so ein Feuerzauberstab. Okay. Kann ich damit? Weiß nicht, was ich mit dem Zauberstab mache, deswegen. Aber ich lasse ihn da trotzdem einfach mal mit drin. Ja, hier, das ist ja noch wichtig. Also tatsächlich für mich wichtig. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Huch, habe ich den nicht ausgewählt? Wer ist hier irgendwo bar? Frage ist halt, oder brauche ich dafür Munition? Nee. Okay. Seltsam. Äußerst seltsam. Komm mal hier mit dem jungen Waldbär. Und dann macht er mir einfach nur an sich mehr Schaden jetzt. Dadurch, dass ich beides ausgerüstet habe. Inventar ist voll. Also wenn mir das jemand erklären kann, dann wäre das super. Muss aber natürlich nicht. Ich kann sonst auch mal selber gucken, wie das, was das denn ist.
kann nicht mehr tragen. Ja. Gut, dann gehen wir einmal kurz langsam wieder zurück. Horror können wir ja gleich noch machen. Aber da kann ich nämlich auch den Part einmal kurz beenden. Einen Part will ich dann auf jeden Fall noch machen. Es tut mir leid, dass die Parts zurzeit alle nicht regelmäßig kommen, aber ich habe halt nur nicht raus, wann ich wie was am besten hochlade. Inventar ist voll. Vielleicht werde ich jetzt auch einfach nur noch so 2 oder 3 Tage machen, wo ich für YouTube hochlade. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich das anstelle. Das lädt immer noch auf. Mal gucken. Müssen wir echt mal sehen. Wie gesagt, mal so, für die Parts am Wochenende ist das kein Ding. Aber vielleicht halt wirklich so einen festen Plan für die Woche, dass ich vielleicht sage, gut, dienstags und donnerstags kommen Parts, dann halt am Wochenende. Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Talente. Zwei Talentpunkte. Frost. Okay, warte mal. Jetzt muss ich ja mal gucken. Verbesserter Frostblitz. Rang nur von 5, okay. Verringert die Zauberzeit aus Zaubers Frostblitz um 0,1 Sekunden. Das ist der hier, ne? Ja. Elementare Präzision. Verringert die Chance, dass ein Gegner von Frost- und Feuerzaubern widerstehen kann um 2%. Das wäre auch cool. Wird die Rüstung um und Widerstände von euren Zaubern. 15. Die Felder hat aber schon zusätzlich eine Chance, mit dem Frostzauber zu werfen. Ich glaube, wir machen das tatsächlich einmal. Dann habe ich da 2 von 2. Und das machen wir einmal. Fünf Punkte bei Frosttalenten. Ah, okay. Oh mein Gott, das ist so cool! Ohne Witz, wenn ich das so sehe, ich freue mich auch schon mega auf Burning Crusade Classic, ne? Ich freue mich so mega drauf. Aber ich glaube, mit WoW Classic haben wir sowieso ein komplettes Jahresprojekt erstmal. Ich weiß nicht, wie lange braucht man für Classic? Gibt es da irgendwie so eine Stundenzahl ungefähr? Also so einfach so eine ungefähre Zahl? Wie lange das so dauern könnte? Mein Burning Crusade hat ja auf jeden Fall ein Ende. Da kenne ich auch ein bisschen was von. So. Gehen wir das einmal noch schnell ab. Wart ihr Gnole töten? Achso, ja, haben wir. Hier. Wie ich sehe, wart ihr fleißig. Hab Dank. Achso, ich kann wahrscheinlich gerade gar nichts annehmen. Sag mal. Wenn wir das einmal rauskriegen, das. Seid vorsichtig. Ah, bis dahin haben wir dann noch unseren Bonus, glaube ich. Ich glaube, hier kann ich auch verkaufen. Was kann ich für euch tun? Okay.
Hier kann ich zum Beispiel nichts kaufen. Oder auch nicht. Geht's? Das ist halt Leder. Bräuchte halt Stoffrüstung. Haben sie die hier? Vertrauensoffizier. Man sieht sich. Hier sieht nicht danach aus, schade. Dann würde ich sowieso sagen, dass wir einmal dann bestimmt noch nach Dingens müssen. Ich glaube, ab Stufe 12 konnte man sich eine neue Rüstung holen. Also ich bin jetzt sowieso wirklich schon besser aufgestellt für Westphal als bei meinem ersten Versuch, das Ganze hier aufzunehmen. Ich bin also mega hyped. Okay, gut. Ich würde aber sagen, ich beende hier den Part. 40 Minuten reichen definitiv. Wir sehen uns hier gleich wieder. Also ihr seht mich dann im nächsten Part und ich nehme jetzt direkt im Anschluss den nächsten. Also, ciao.